Erwachsenwerden kann kompliziert sein. Kommen psychische Probleme oder Erkrankungen hinzu, geraten Kinder und Jugendliche nicht selten in Krisen, die sie mit professioneller Hilfe besser bewältigen können. Die Klienia Littenheit AG hat eine lange Tradition in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einem hohen psychotherapeutischen Selbstverständnis. Ganz besonders in unserem Zentrum ist, dass wir offen sind gegenüber innovativen Therapieangeboten. Und es liegt uns auch sehr am Herzen, dass die Kinder und Jugendlichen sich in ihrer Freizeit jugend- und altersgerecht bewegen können und aufhalten können. Ob ambulant oder stationär, für die jungen Patienten wird nach ausführlicher Diagnose ein individuelles Therapieprogramm entwickelt. Häufig wird die Schule von den jungen Patienten als zusätzliche Belastung empfunden. In der Klinikschule werden die Kinder und Jugendlichen gezielt gefördert. Neben Mathematik, Französisch und Deutsch stehen auch kreative Fächer wie Musikunterricht und das Erstellen einer Schülerzeitung auf dem Stundenplan. So können schulische Defizite vermieden werden und die Kinder und Jugendlichen erlangen durch Lernerfolge neues Selbstbewusstsein. Im Rahmen von Therapieangeboten wie zum Beispiel Ergotherapie und Erlebnispädagogik können die Kinder und Jugendlichen kreativ werden, ihre Grenzen austesten und Ideen für ihre Freizeit entwickeln. In vielen Fällen bedeutet es einen großen Schritt für die Jugendlichen und Kinder, in eine Behandlung, in eine psychiatrische Klinik einzutreten. Eines unserer Hauptziele war es, dass wir ihnen die Angst nehmen vor diesem Schritt. Die Kinder- und Jugendklinik wurde in enger Kooperation mit den Patienten und Mitarbeitern neu gestaltet. Der Klinik wurde eine einzigartige Identität verliehen. Wir waren auf der Suche nach einer Metapher, nach einem Ort und sind dann auf das Bild der Burg gekommen. Ein Bild der Festung, Schutz. Und in dieser Burg gibt es 5 Stationen und jede Station wird von einem Schutzpatron bewacht. Das ist praktisch der gute Freund, der für dich da ist, wenn du Sorgen hast, wenn du traurig bist. Das sind diese 5 Figuren, die dabei entstanden sind. A wie Alpha, der Wolf, B wie Beta, der Pirat, C wie Kalibri, die Maus, D wie Dipster, der coole Rapper und Master of Skills und E wie Elysée, die Bogenschützin. Über die Burg wacht der Burgdrache Lino. Er wurde noch nie gesehen, hinterlässt aber in der ganzen Burg seine Spuren, beschützt die Burgbewohner und verleiht ihnen besondere Kräfte zur Überwindung ihrer Ängste und Schwächen. Nicht nur die Gestaltung, sondern auch das Zusammenleben auf den Stationen hat sich grundlegend verändert. Gegessen wird zum Beispiel in altersgerechten Cafés. Im Loungebereich der Jugendstation kann am Abend bei einer gemütlichen Kaminbeleuchtung gechillt oder in einer der zahlreichen Sitznischen gelesen werden. In der Kindergruppe lädt ein Baumhaus und ein Nest mit bequemen Sitzsäcken zum Spielen ein. Ich habe jetzt einige Aussagen von den Jugendlichen, die es sehr schön finden. Zum einen auch sehr entspannt und vor allen Dingen finden sie es sehr gut, dass wir sie mit einbezogen haben. Und sie erkennen sich wieder in den Farben und in den Figuren. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie Littenheit ist ein Ort, in dem sich die Kinder und Jugendlichen geborgen und sicher fühlen können. Die jungen Patienten werden in allen Bereichen, im Akut- und Therapiebereich, für Jugendliche und im Kinderbereich von einem multidisziplinären Team betreut. Denn die Kombination verschiedener Behandlungsformen ist bei Kindern und Jugendlichen besonders förderlich. Die Eltern kommen offenbar wirklich sehr viel entspannter und lieber mit ihren Kindern hierher zu uns ins Zentrum. Die enge Zusammenarbeit mit den Familien spielt für den nachhaltigen Genesungsprozess eine entscheidende Rolle und fördert den nahtlosen Übergang in das Gewohnte oder ein neu gewähltes Umfeld.